Danach drängelt. Ich komm ja schon. Ich eile. Frühsport. So was. Nicht, dass ich mich da verdrücken will. Nee, nee. Aber hier ist es ruhiger. Besonders morgens. Und eins aufhören, ausschütteln, nächste Übung und... Also, wenn ich was zu sagen hätte... Ich würde den ganzen Frühsport glatt abschaffen. Na, was das für Schweiß kostet, das geht doch auf keine Motzschützenhaut. Na, und auf meine schon ja nicht. Ah, ich hab mir da eine Trickkiste zurechtgelegt. Bombensicher. Und nu, wie in Moin um diese Zeit, krieg eins aus meiner Kiste. Ach, je, ist ja interessant. Ewig dieser Sport. Schon das Laufen muss ja unser Ein schwächen. Wir müssten Laufschützen heißen. Da wird man ja gezwungen, seine Trickkiste aufzumachen. Und schon komme ich nicht mehr mit. An sich ist das ja bloß ein kleiner Fisch. Schwerer wird's schon beim Geländesport. Unsere schmucken Jungs sind wieder mal am Ausrücken. Und icke? Merken Sie was? Tja, mein nächster Trick. Mitdenken, mitplanen und einen Tauschpartner muss man haben. Und nun der nächste Fall. Zum Beispiel, gutes Mittagessen und Geländesport vertragen sich für unser Ein überhaupt nicht. Holzau, sei wachsam. Streitfälle müssen ausgenutzt werden. Jeder Kompaniechef ist doch dankbar, wenn man ihm ein bisschen Kille-Kille unter die Arme greift. Und in so einer Klemme kann man ihn ja auch nicht sitzen lassen. Die Sache ist aber nur gut, wenn man sofort beschäftigt wird.
Natürlich jetzt auch einfacher, aber denn lohnt sich ja die ganze Arbeit nicht. Auch wenn man Leitern, Pinsel, Farbtöpfe etc. pp. Nicht braucht, mitnehmen, immer mitnehmen. So was gehört einfach zu dem Trick. Geländesport müsste man jetzt haben. Na ja, pappen wir dafür hier noch ein Vorbild dran, nachdem wir uns denn alle richten können. Wenn man den Anschluss nun mal leider nicht verpasst hat, dann muss man unterwegs die Notbremse ziehen. Betriebspausen ausnützen. Man muss allerdings immer Armee-Rundschau, Volksarmee oder anderes Agitationsmaterial griffbereit haben und ein geeignetes Thema anstechen. Zum Beispiel vollmotorisierte Armee. Beim ollen Fritzen hatten sie keine PS. Im Ersten Weltkrieg hatten sie 0,3 PS und im Zweiten schon 10 pro Soldatenlese. Heute sind's rund 29. Da muss doch nun mal Schluss sein mit der Loferei und dem Sport. Darüber muss man doch diskutieren. Na bitte, schon läuft der Trick. Aber nicht zu meinem Schaden. Wir sind doch je in Überstunden. Da kann man mal sehen, wie schnell die Zeit beim Sport vergeht. Grundsatz, Leute, nie sicher fühlen. Es gibt nämlich unangenehme Überraschungen. Hier hilft nur rücksichtslose Anwendung des Medizintricks. Die Nerven. Auf die Dauer hält ja keiner so ein gefährliches Leben aus. Da muss auch mal Zeit zum Ausspannen sein. Pausen einplanen und auch machen. Aber nur in guter Umgebung. Da kann man das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Ey, was denn nun los? Ist auf jeden Fall ein Fisch. Ui, Nachschub. Sie habe ich ja schon lange gesucht. Der Trick zieht nicht mehr. Sowas gibt's doch gar nicht. Nee, sowas gibt's ja nicht.